Hier gibt es auch ein paar Schnellreisepunkte. Was praktisch ist, dass wir nicht immer hin und her laufen müssen. Beckelbrecht. Wer war Beckelbrecht nochmal? Hier ist der Reisepunkt. Mutter Süßen ist hier. Achso, Beckelbrecht war hier der hiesige Schieber, gell? Ja. Fex mit euch. Okay. Und ja, ich laufe gerade total falsch. Ich grüße euch. Das ist aber schön, dass ich euch hier treffe. Ich wollte mal fragen, was macht der hier drin? Wieso macht wieder ein Untier die Gegend und sie? Nein, nein. Dank euch geht hier alles wieder seinen gewohnten Gang. Ich habe ein ganz anderes Anliegen. Ja? Wo soll erzählen, worum geht? Mein Bruder der Holzfäller und seine Gesellen haben ihr Lager oben an der verlassenen Mine aufgeschlagen. Eigentlich sollte ich ihnen dieses Päckchen mit dringend benötigten Utensilien bringen. Leider kann ich nicht selbst gehen, da Bauer Ebergrütz um meine Dienste gebeten hat. Okay. Sein Schweinehirt hat angeblich merkwürdige Spuren in der Umgebung gesehen. Und jetzt soll ich mir das näher anschauen. Nach den Ereignissen der letzten Zeit sind alle etwas übervorsichtig geworden. Mhm. Und jetzt möchtet ihr, dass ich das Paket eurem Bruder bringe? Ich wäre euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr mir den Gang abnehmen würdet. Es liegt nicht wirklich auf meinem Weg. Es ist mir ein Vergnügen. Hier habt ihr das Paket und bestellt ihn einen schönen Gruß von mir. Ja. Das werde ich machen. Die Pfohlen für verbaure Spur. Mich doch bitte später bei Bauer Ebergrütz auf. Ich glaube zwar nicht, dass etwas an der Sache dran ist, aber man kann ja nie wissen. Aber sicher doch. Okay. Ja. Ein Botengang. Ich habe Jäger Rombacher versprochen, seinem Bruder und seinen Gesellen ein Paket vorbeizubringen. Sie haben ihr Holzfällerlager an der verlassenen Mine aufgeschlagen. Spuren im Wald. Ich habe in Talon Jäger Rombacher getroffen. Er erzählte mir, dass er zu Bauer Ebergrütz wolle, da einer seiner Knechte merkwürdige Spuren im Wald gefunden habe. Sprich mit Ebergrütz. Ich sollte später einmal bei Bauer Ebergrütz vorbeigehen und mich erkundigen, ob Jäger Rombacher schon etwas herausgefunden hat. Mhm. Also ja, Holzfällerlager ist hier drüben. Da kann ich mich hier hinporten. Und Bauer Ebergrütz ist hier beim Rattelhof. Mhm. Kräuterfrau, Städter. Ich will eigentlich hier drüben hin. Hier stehen sie ja noch alle immer fleißig rum. Ja, was gibt's? Ja, ja. Das mit den Koschamazungen, das hat sich nicht geändert. Na, ihr seht so traurig aus. Gab's keinen maraskanischen Pferdebraten im Wirtshaus? Doch, Fuhrfrau, der wird aber nur an spezielle Gäste gereicht. Da die letzte Portion heute serviert wurde, würde ich an deiner Stelle gut auf deine Pferde aufpassen. Schönes Fest noch. Mhm. Ach, die Söldner sehen. Von dir nichts. Hast du noch was Neues? Seht ihr nun, was ihr angerichtet habt? Den Zwölfen sei Dank, dass kein Mensch zu Schaden kam. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hättet ihr versagt. Was meint ihr damit? Im Vertrauen auf euren Heldenmut habe ich mich entschlossen, mit den Vorbereitungen für das Apfelfest fortzufahren und die erste Fuhre Apfelwein in Richtung des Heiligtums geschickt. Doch nachdem diese verfluchte Bestie hier kein Opfer gefunden hat, hat sie sich kurzerhand über den Karren mit dem Wein hergemacht. Was das Vieh nicht verschlang, ist in den Fluss gestürzt. Der Fuhrmann kann den Göttern sei Dank gerade noch mit dem Leben davon. Aber wie soll ich jetzt ohne Apfelwein das Fest eröffnen? Paar, aber das kümmert ja weder Held noch Bestie. Ich habe keine Zeit zu plaudern. Okay, Hauptmann. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Oger und sein jämmerliches Goblin-Gezücht werden Talon nicht länger bedrohen. Wie kann ich euch helfen? Wir haben vom Vogt den Darianer aus Ferdot den Auftrag übernommen, Vito Niceback aufzuspüren. Wie ihr vielleicht wisst, konnte er leider entkommen. Ja, wir haben schon von den Vorgängen um das Haus Niceback gehört. Aber was führt euch nach Talon?
Ich gehe einem Hinweis nach, der eine Kontaktperson der Nicebacks hier in Talon erwähnt. Ich hatte gehofft, ihr könnt mir bei der Suche helfen. Aber gerne. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Um wen handelt es sich? Einen Namen habe ich leider nicht. Ich weiß nur, dass sein Name mit B anfängt. Das ist allerdings nicht viel. Lasst mich nachdenken. Es wird ja wohl nicht Bürgermeister Stipwitz gemeint sein. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Fällt euch noch viel jemand ein? Da wäre noch Bauer Ebergrütz. Aber auch den würde ich ausschließen. Das stimme ich euch zu. Sonst im Moment will mir keiner einfallen. Doch, halt. In der Nähe des Osttores hält sich öfter ein gewisser Bekelbrecht auf. Ich bin schon lange der Ansicht, dass er sich mit zwielichtigen Aktivitäten befasst. Leider konnte ihm bisher nichts nachgewiesen werden. Ja, an den dachte ich auch gerade. Jedenfalls fängt der Name mit B an. Ich denke, das ist ein vollversprechender Hinweis. Ich werde ihn mir mal vorknüpfen. Tut das. Es würde mich nicht wundern, wenn er in die Machenschaften der Nicebacks verwickelt wäre. Ab, vielen Dank. Okay. Das heißt, wieder zurück zur Kirche, wo ich eigentlich gerade eben war und schon mit ihm gesprochen habe. Dumm die Dumm. Ja, Jagd auf Vito Nicebeck. Der Hauptmann von Talon hat mich an Beckelbrecht oder Bekelbrecht verwiesen. Vielleicht ist er der Verbindungsmann der Nicebacks. Sie sollte ihn aufsuchen. Möglicherweise ist ein Mann namens Bekelbrecht der Verbindungsmann der Nicebacks. Mal sehen, ob ich hier etwas aus ihm herausbekomme. Er soll sich in der Nähe des Osttors aufhalten. Hier durch, bitte. Oh, kein Bekelbrecht. Leider konnte ich Bekelbrecht nicht antreffen. Ich sollte mit den an Tisch sitzenden Städtern sprechen. Ihr wünscht? Entschuldige bitte die Störung, aber ich bin auf der Suche nach Bekelbrecht. Mir wurde gesagt, er soll hier sein. Ja, das ist er eigentlich auch. Das heißt, im Moment ist er aber nicht da. Das sehe ich auch. Wohin ist er gegangen? Keine Ahnung. Hat nur gesagt, dass er mal kurz weg muss. Wisst ihr denn wenigstens, wann er wiederkommt? Nö, der taucht aber bestimmt irgendwann wieder auf. Müsst es eben später nochmal probieren. Vielleicht ist der ja dann da. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Beide Städte haben mir mitgeteilt, dass Bekelbrecht vor kurzem den Platz verlassen hat, um etwas zu erledigen. Sie sind sicher, dass er bestimmt bald zurückkehren wird. Dann versuche ich es später noch einmal. Das heißt, erst die anderen Aufgaben hier erledigen. Also, Schnellreisepunkt. Pegabrücke müsste das dann sein. Mal wieder ein Quicksave machen, sicher ist sicher. Hilfe! Bitte helft uns! Was ist geschehen? Spinnen! Da sind lauter Spinnen! Sie kamen plötzlich aus der Mine gelaufen. Und da haben wir gemacht, dass wir wegkommen. Bloß gut, dass wir euch getroffen haben. Wartet hier, ich werde mich um die Spinnen kümmern. Da sind sie schon! Schnell weg! Okay. Ach, das sind doch nur kleine Smaragdspinnen. Das sind mal nervige Spinnen, ey. Ei.
Mandaya Ioai Banda. Furax. So, Spinnen. An der verlassenen Mine in Talon treiben sich einige Spinnen herum. Ich sollte mich der Angelegenheit annehmen. Rette die Holzfäller. Die Spinnen sind besiegt und die Holzfäller gerettet. Berichte den Holzfällern. Die Spinnen sind keine Gefahr mehr für die Holzfäller. Ich sollte ihnen Bescheid geben. Wo sind die Holzfäller jetzt? Ach, da hinten hingerannt, oder? Und? Habt ihr die Spinnen beseitigt? Ja, sie sind alle tot. Ihr könnt beruhigt wieder ins Lager zurückkehren. Ja, aber was ist, wenn noch mehr aus der Mine kommen? Wenn es euch beruhigt, kann ich mich ja dort mal umschauen. Das würde es allerdings. Und wenn ihr schon in der Mine seid, dann seht doch mal, ob ihr diesen Alten und seinen Begleiter findet. Der ist nämlich vor einiger Zeit in die Mine gegangen und noch nicht wieder herausgekommen. Oh Gott. Von wem redet ihr? Bitte dich, Rakurio. Na, von dem alten Zausel. Der brummelt ständig so ein komisches Zeug. Und er hatte so einen Grünschnabel im Schlepptau. Sie kamen gestern und sind in die Mine gegangen. Er meinte noch, dort würde er bestimmt wichtige Hinweise finden. Wir haben ihn noch gewarnt, die Mine zu betreten, aber er meinte, die Erforschung des Unbekannten würde immer Gefahren in sich tragen. Eurer Beschreibung nach können das nur erstmal Gerakorium und sein Novize gewesen sein. Was sie wohl in der Mine suchen. Übrigens, ich habe noch ein Paket von meinem Bruder für euch. Das sind bestimmt die Schleifsteine und die Heilsalbe. Wie kommt es, dass ihr uns das Paket bringt? Er musste dringend zu Bauer Ebergrütz und hat mich gebeten, es euch zu bringen. Aber jetzt werde ich mich erstmal in der Mine umsehen. Mhm. Suche Rakorium. Spinnen, ja. Geschlossen, ein Botengang. Ich habe das Paket abgeliefert. Sonst noch irgendwas, was gelb ist? Nein. Ich habe mit den Holzfällern gesprochen. Anscheinend sind die Spinnen aus der verlassenen Mine gekommen. Ich sollte die Mine untersuchen, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr für die Holzfäller durch sie besteht. Suche Rakorium. Anscheinend hält sich Rakorium mit seinem Novizen Nottl in der Mine auf, um Nachforschungen anzustellen. Ich sollte die beiden suchen, um sicherzustellen, dass ihnen nichts geschehen ist. Mhm. Ja. Die Smaragdspinnen haben sicherlich Spinnenfangzähne, na, sagten wir die wenigstens ein. Haben wir was zu verkaufen? Säcke? Nein, das Essen der Holzfäller lasse ich mal da liegen. Ich könnte ihnen was vom Ardus Abenteuerfrühstück reinlegen. So, dann gehen wir mal in die verlassene Erzmine. Also ja, diese Smaragdspinnen haben es echt in sich gehabt. Dadurch, dass sie ständig gestunt haben. Und da fängt es gleich schon wieder an. Ein Zwerg, ein Wort. Ha! Zerit. Astus. Für Ardo! Lass das mal Wortsinn machen. Na klar, Furax. Okay. So, das heißt, bevor wir tiefer gehen, ich sehe schon die nächste Smaragdspinne. Speichern wir.
So, das ist jetzt 03. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach diesem Cut. Bis gleich.